Hey Leute und willkommen zum neuen Talk-Video. Und ja, heute soll es mal wieder um ein Thema gehen, was des Öfteren in meinen Streams aufkommt. Und zwar, ob ich denn Manga lese. Für die, die es kurz haben wollen, nein, ich lese keine Manga. Und für die, die mehr wissen wollen, hier jetzt noch ein paar Gründe, warum denn nicht. Und zwar ist es bei mir schon sehr, sehr lange so, dass ich einfach generell eher ungern lese. Ich habe so gut wie gar keine Bücher zu Hause, ich habe keine Comics, ich habe keine Light Novels. Ich habe aber den ersten Band von Attack on Titan und Fairy Tail. Fairy Tail habe ich damals geschenkt bekommen und Attack on Titan habe ich mir gekauft, um es hier in den Hintergrund zu packen, einfach so, weil es halt schön aussieht. Warum ich nicht gern lese, ist eigentlich relativ simpel erklärt. Und zwar fühle ich beim Lesen einfach nichts. Ich kann mich leider nicht sehr gut in Stories hineinversetzen, wenn ich keine Musik, keine Stimmen und auch keine Animation oder eben generell Bewegtbild dazu habe. Und genau aus dem Grund kann ich mir leider auch keine Manga geben. Und ja, ich weiß, bei einem Manga oder generell Comic hat man halt noch Bilder dazu, aber mal ganz ehrlich, gerade in so Action-Manga, wenn da ein paar Bilder sind, ich kann mir das einfach nicht so gut vorstellen, was dann da jetzt wirklich abgeht, was für Moves da gemacht werden, und die Bilder machen es für mich wirklich nicht wesentlich spannender. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Stories gibt, die ich somit verpasse, weil sie halt leider nicht als Anime umgesetzt werden. Aber es würde halt einfach nichts bringen, weil ja, natürlich habe ich es schon ausgetestet, zum Beispiel bei Promised Neverland, mein erster richtiger Manga. Ich habe damals die erste Staffel als Anime geschaut, war richtig, richtig hyped und fand es auch mega gut. Es ist direkt in meiner Top 10 gelandet, irgendwo auf Twitter müsste man auch bestimmt noch Tweets dazu finden. Und als ich dann bei der zweiten Staffel bemerkt habe, dass das Pacing gar nicht mehr stimmt und auch mitbekommen habe, dass da super viel aus dem Manga fehlt, habe ich mir gedacht, okay, komm, ich will es jetzt probieren, weil Promised Neverland eigentlich so eine nice Story hatte. Ich will mir das nicht durch den Anime ruinieren lassen. Was habe ich also gemacht? Bei Proxami einfach mal unter Mangas gegangen und geschaut, ob ich den da einfach online lesen kann. Und ich wurde auch direkt fündig, habe mir ein paar Promised Neverland Soundtracks runtergeladen und ja, es versucht mir richtig cozy beim Lesen zu machen. Am Anfang hatte ich auch noch sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe so ungefähr 30 Chapter weitergelesen, bis ich dann irgendwann einfach nicht mehr motiviert war. So wie viele Leute es beim Gym haben, dass sie anfangs richtig durchziehen und dann nachlassen, genauso war es bei mir mit Manga. Am Anfang war ich motiviert, weil ich das einfach unbedingt ausprobieren wollte und auch wollte, dass es klappt, aber mit der Zeit habe ich immer mehr und mehr bemerkt, wie ich eigentlich beim Lesen überhaupt nichts fühle, manchmal auch zwar lese, aber im Kopf ist es sich gar nicht registriert, ich gar nicht richtig aufpasse, weil ich in Gedanken woanders bin. Und ja, so hat sich halt schlussendlich meine Vermutung doch wieder gezeigt. Ich bin einfach nicht gemacht fürs Lesen. Ich konnte in der Schule und auch jetzt in der Uni immer ganz gut mithalten, wenn es ums Lesen geht. Also eben Sachen rauslesen, Sachen analysieren und so. Das hat immer gut geklappt, aber das war eher, weil ich es halt machen musste. Und jetzt, wenn ich freiwillig lese, habe ich halt einfach gar keine Lust darauf. Und ich fühle halt auch nichts dabei und eben das ist halt mein Hauptproblem. Ich weiß, dass es sehr viele coole Stories da draußen gibt, zum Beispiel One Piece ist als Manga viel besser, Tokyo Ghoul, Promised Neverland eben, aber es bringt halt auch nichts, wenn ich es lese und halt auch mitkriege, was alles so cooles passiert, aber wenn ich dabei selber gar nichts fühle und auch gar keinen Spaß dabei habe, warum soll ich mir das dann antun? Das ist leider die traurige Wahrheit. Ich wünschte, dass es mir Spaß machen würde. Aber ich bin, so wie es aussieht, als Mensch einfach nicht dafür gemacht, irgendwie Bücher oder Manga zu lesen. Deswegen bin ich bei allem, was es da draußen gibt, immer Anime, Film oder eben Serien only. Ich krieg höchstens mal durch Twitter mit, wenn irgendwas bei einem Anime nicht so ist wie im Manga, aber wirklich dagegen was machen, kann ich halt nicht. Bedeutet also, wenn der Anime schlecht ist, so wie jetzt bei One Piece es viele sagen, der Manga aber viel, viel besser, bringt mir persönlich das nichts, weil wenn ich mir den Manga durchlesen würde, hätte ich genauso wenig Spaß wie beim Anime. Es gibt natürlich aber auch ganz, ganz viele Beispiele von einfach Anime, die komplett krass abgehen, und deswegen habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, irgendwie was zu verpassen. Ich würde mir natürlich aber schon bei so krassen Manga wie One Piece oder eben Berserk von wünschen, dass sich ein Anime-Studio das vornimmt und richtig, richtig gut umsetzt. Oder auch zum Beispiel, dass Promised Neverland Staffel 2 nochmal irgendwie neu gemacht wird, weil ich halt solche Stories natürlich schon gerne mitbekommen würde. Und ja, das wäre eigentlich schon alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne Manga liest oder eben das ähnlich ist wie bei mir. Wie gesagt, ich finde es selber ein bisschen schade, dass es bei mir so ist, aber ich brauche halt meine Animation, mein Bewegbild, meine Stimmen und auch meine Musik, damit ich irgendwas richtig fühlen kann. Und ja, ich komme damit auf jeden Fall ganz gut zurecht. Aber jetzt wisst ihr schon mal beim nächsten Mal, wenn ihr fragt, dass ich den Manga höchstwahrscheinlich nicht gelesen habe. Also dann wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.